Herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge OMSI 2 hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest. Wir sind heute mal wieder auf der Karte Reinickendorf unterwegs. Das bedeutet so viel, wir schauen uns nämlich einen neuen Bus an. Oder was heißt er neu? Denn diesen gibt es schon eine ganze Weile. Dennoch hatten wir den noch gar nicht auf den Kanal gehabt. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt dementsprechend nachholen. Und es handelt sich hierbei um den Volvo 7700A. Und dies ist ein Gelenkbus, wie wir es hier sehen können. Und an sich muss ich ganz ehrlich sagen, Volvo ist ja nun nicht ganz so verbreitet in OMSI wie zum Beispiel der C2, der Solaris oder die MAN-Serie. Ja. Volvo ist hier doch ein bisschen was Eigenständiges und es gibt natürlich den 7700 als Solobus und wie gesagt jetzt neu, ich glaube letztes Jahr, Ende letztes Jahres irgendwann erschien die 7700A. Und von daher bin ich mal gespannt, wie ihr den Ganzen findet. Wir haben hier ein BVG-Repaint drauf, natürlich, denn in diesem Donut sind haufenweise Repaints mit dabei. Muss ich sagen, finde ich eine klasse Sache, dass das Ganze halt dementsprechend halt schon mit dazu geliefert wird. Und wenn wir mal so in den Bus hier mal so reingehen, muss man ganz ehrlich sagen, das sieht doch eigentlich alles sehr, sehr hübsch aus. Bei uns eine Zeit lang hier auf meiner Stammstrecke ist eine Zeit lang mal ein Volvo gefahren und tatsächlich so sah der im Innenraum doch aus. Oben mit dieser gewölbte Decke, ja, die wir haben. Und an sich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein extrem hübsches Modell geworden. Die Texturen, die sind nicht ganz so unscharf, also ist schon relativ scharf. Wir haben hier zwar einen kleinen Fehler drin, wenn wir uns hier zum Beispiel den Inverter hier anschauen, der ist hier grün-weiß. An sich ne, sind die ja gelb hier in dem BVG Repaint. Ist okay, da kann man drüber hinwegsehen. Finde ich persönlich jetzt nicht so verkehrt. Aber so im Großen und Ganzen ist es wirklich ein sehr, sehr hübscher Bus geworden. Nach hinten raus sehen wir hier hinten oben diesen riesigen Auspuff, ja, den wir da haben. Und natürlich hier moderne LED-Anzeigen. Also das sieht hier eigentlich schon relativ hübsch aus. An sich, so kenne ich den jetzt, oder habe ich den persönlich jetzt noch nie gesehen in Berlin. Der wird bestimmt irgendwo existieren, keine Frage. Aber das Modell auf jeden Fall ist auf jeden Fall mega interessant. Also finde ich persönlich besser sogar als VDL. Ja? Also weiß ich nicht, warum man da Volvo nicht so ein bisschen unterstützt hat. Aber nur gut, wir schweifen hier ein bisschen ab. Hier oben haben wir noch die Dachaufbauten drauf. Ne? Wie gesagt, hier hinten auch diesen riesigen Auspuff, der hier drin rausguckt. Hier, ne? Also das ist schon Rohr, würde ich sagen. So, wollen wir uns mal reinsetzen? Würde ich sagen, schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Da sitzt zwei zu Kopf. Brauchen wir erstmal unser Track IR wieder. So. Jetzt sollte das Ganze auch passen wieder. So, wenn ich jetzt in F2 an sich gehe. Macht er jetzt nicht? Will er jetzt nicht? Ja, jetzt. So, Tracker ist mal so ein bisschen zickig. So, ne, sehen wir also, wie gesagt, auch die Positionen, die sind hier recht cool. Ja, so, auf dem Dashboard muss ich sagen, tja, das ist ein bisschen sehr eigen, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so hübsch. Von daher, ja, müssen wir uns hier mal überraschen lassen. Ich suche mal ganz ehrlich gerade mal einen Fahrplan raus, denn der steht hier nämlich von Falkenplatz nach Altheiligensee. Ja, das ist unser, den nehmen wir. Kann der nämlich abfahren. Und wir haben jetzt hier unseren kleinen Fahrplan hier. So, benutze ich mich hier auch keinen Stau mehr. Ist noch ein bisschen Zeit, den aufzulösen. Ja, sonst, wie gesagt, die ganzen Türtaster, Fergo-Monitor. Wir haben hier noch so ein kleines Büchlein drin, wo wir hier zum Beispiel uns noch ein bisschen was anzeigen lassen können. Also unsere Tour und so weiter und so fort. Finde ich, ist eine coole Sache. Nach oben haben wir nichts eigentlich so in der Regel. Nach hier haben wir, wie gesagt, so ein bisschen was mit der Handbremse. Hier so ein bisschen was, so Temperatur, ne, dass wir hier zum Beispiel das hier so ein bisschen einstellen können. Eigentlich so 20 Grad. Und das ist natürlich praktisch. Aber sonst können wir hier, ich glaube, nichts machen. Kann ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. Achso, der steht auf automatisch. Oh, okay. Habe ich persönlich keine Probleme mit. Ich finde das ein bisschen lästig immer. Ein bisschen mit der Heizung. So, naja, würde ich mal sagen, starten wir mal hier den Motor. Witzig ist wieder, ich musste mir erstmal wieder hier erstmal die Zugangsdaten wieder raussuchen. Hier für das Fergo-System. Das ist immer so ein bisschen
recht anstrengend. Ich muss das mal kurz aufmachen. Also, hier ist das Ganze 2512 und PIN-Code ist hier 2208. Die nehmen aber auch immer neue Codes, wa? Das ist so. Dann sind wir auf der Linie. Null 27 00 Umlauf. Nein. 0 27 Umlauf 2. Okay, warum macht er das nicht? Aber wir sind auf der Linie 27. Ah, jetzt haut es auch hin wieder. So, allerdings ist das falsch. Falsche Route. Mann. So, jetzt haben wir es, oder? Nee, immer noch nicht. Das ärgert mich doch jetzt. Jetzt haben wir es. Mein Gott, das war jetzt aber eine schwere Geburt tatsächlich. So, jetzt haben wir das richtig geschildert hier auf jeden Fall. Also, wie gesagt, den Code musste ich mir aus der Ibis-Const-File raussuchen, sonst hätte ich mich wahrscheinlich wieder mit einer dumm und dämlich gesucht. Also, solltet euch mal irgendwo mal ein Code abhanden gegangen sein oder sowas, dann geht am besten immer in den Bus rein und sucht euch die Ibis-Const-File raus. Da findet ihr dann diese ganzen Codes dazu gemacht. Also, mal so als kleinen Tipp, mal so am Rande. So, und wir haben jetzt noch 5 Minuten, bevor es losgeht. Ich würde mal sagen, wir starten mal den Bus. Oh nein. Es ist aber auch jedes Mal immer anders. So, Volvo-Logo. So, jetzt darf ich wieder den Code eintippen. 2512. Mein Gott. 2208 war das, ne? Genau. 2208. So. So, der ist schon mal. So, wie höre ich den Motor gar nicht? Jetzt. Der säuft mir ab. Säuft ab? Ja, keine Ahnung. Okay, müssen wir mal. Habt ihr den Zündschlüssel noch? Das ist jetzt ein bisschen eigenartig tatsächlich. So wieder ausgegangen.
Nö. Also entweder bin ich jetzt gerade zu doof, jetzt einen Bus zu fahren, oder aber es regt sich hier gerade wirklich nichts. Nö. Der hat irgendwie keine Lust gerade hier. Der bleibt nämlich nicht an. Der geht sofort wieder aus. Au, jetzt. Keine Ahnung, was der jetzt gerade für ein Problem hatte. So, naja, siehst du. Meine Güte. Das ist eine Kunst. Ja, das sollte jetzt natürlich so nicht sein. So, jetzt müssen wir mal hier 2, 5, 12 und 22, 0, 8. Oh Gott, das will. Ich habe den ganzen Bus, glaube ich, kaputt gemacht. 2, 5, 12. 2, 5, 12. PIN-Code 2208. So. Kompletten Bus erstmal zerlegt, ja. Muss auch mal geschafft werden. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns endlich mal von dann. Hab schon genug Zeit hier vertrödelt. Dadurch, dass das Ganze nicht so wollte wie meine Wenigkeit. So, los geht's. Ich hab's jetzt aber auch, muss ich sagen, nicht verstanden, warum er jetzt nicht anbleiben wollte. Morgen. So, weiter geht's.
immer, wenn ich hier drüben in die Spiegel reingucke. Ja? Das gibt doch nochmal kurz einen Hänger hier. Und ganz ehrlich, mit 20 war ich hier nicht lang. Also 30 ist... Ah, versteht mal. Ding. Das bin ich auch schon wieder bei 40. Aber auch schön auch mit dem Volvo-Logo im Lenkrad. Wenn ich rausgucken muss, dann Tag. Macht er das nicht. Wahrscheinlich gerade die Kamera gewechselt, wo er jetzt gerade am Laden ist. Ja, ja, also jetzt mag er mich gerade nicht. Also das ist gerade so ein ganz komisches Zusammenspiel jetzt hier. Bisschen gequält heute, aber naja, muss aber sowas geben. Aber ich sag, warum das jetzt mit dem Motoranlassen jetzt so überhaupt nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Dass das nicht wollte, fand ich ein bisschen eigenartig, aber naja. Aller Anfang ist schwer, wisst ihr ja manchmal selber, wie es ist.
So, na denn. Lassen wir alle aussteigen. Zu früh, zu früh. Ja, war noch ein bisschen gut unterwegs gewesen. Ja, also das ist er. Das ist der Volvo 7700A. Oder auch 7700A. Wie gesagt, den gibt es als Solo-Bus nur mit der 7700. Oder halt, wie gesagt, jetzt diesen hier mit 7700A als Gelenkbus. An sich ein schöner Bus, wie gesagt, mit der Startschwierigkeit am Anfang. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war, warum der Bus halt permanent ausgegangen ist. Vielleicht war er noch nicht vorgeglüht gewesen oder sowas, keine Ahnung. Ich als Autofahrer würde sagen, der sollte mal in die Werkstatt. Ja, dass er den Drehzahl nicht halten kann, ist natürlich ein bisschen eigenartig. Naja. Vielleicht auch wieder, ihr wisst ja manchmal selber, wie es ist halt einfach. Sonst muss ich sagen, ist ein hübscher Bus, ein netter Bus, hat einen schönen Sound. Also die Matrix finde ich jetzt auch ziemlich cool gelöst hier. Ne? Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also hier gibt es absolut nichts zu beanstanden. Dafür, dass das Ding wieder komplett kostenlos ist, sollte man sich den Bus auf jeden Fall mal anschauen. Und ich denke mal, das wäre auch eine gute Alternative als immer nur ja, unsere C2s, unsere Solarisse, unsere MANs. Ja? Könnte man vielleicht diesen hier auch mal mit ins Portfolio nehmen. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich und hoffe natürlich, dass wir uns demnächst hier wiedersehen mit einer weiteren Folge um sie. Ciao, tschüss und bis zum nächsten. Tschüss.